Saudika. Saudika. Hallo und herzlich willkommen. Wir machen heute was über das Tieten, und zwar was man macht, wenn man getiept wird. Aber erstmal machen wir uns warm, indem wir ein bisschen rumhüpfen, ein bisschen alles ausschleudern. Zum Abschied nochmal winken, nicht mal zur Begrüßung natürlich. Vor allem die Arme so ein bisschen ausschloggern. Ach, wo geht's da weg? Ihr könnt ein bisschen Hampelmänner machen, wenn ihr wollt. Die Arme manchmal am Kopf, mal zu vorne, mal zur Seite, mal nach hinten, dass alles so ein bisschen in andere Richtung bewegt wird. Und dann fangen wir an beim Springen. Einmal die Arme nach vorne, zur Seite, nach oben, nach vorne, zur Seite, nach oben. Das hatte ich ja schon mal, wo wir durcheinander gekommen. Das ist auch kompliziert. Nach vorne habe ich wieder vergessen. Vorne, Seite, oben. Und beim Hüpfen anfangen, die Schultern zu kreisen. Erstmal nach hinten, wenn ihr wollt, auch noch mal nach vorne. Aber das ist wahrscheinlich sehr viel im Alltag so, also fangen wir lieber mit der umgekehrten Bewegung an. Und dann die Hüfte nach links und rechts drehen. Sprünge. Was macht er so am Wochenende? Ich hätte auf Community-Antworten gehofft. Achso, soll ich noch gucken gehen? Ja, guck mal. Und dann beim Springen. Ein Bein hoch, das andere Bein hoch. Blocken in der Luft. Blocken. Keine Antwort, Olli. Keine Antwort. Mensch, Leute, ihr enttäuscht. Schreibt es in die Kommentare. Was hier denn zurückgehen? Und wieder locker springen, springen, springen. Vielleicht schwitzt ihr schon ein wenig, das wäre gut. Das ist gut. Das ist ja gut, oder? Oh, weiß nicht. Und dann lockern wir die Beine nochmal, indem wir so ein bisschen schütteln. Nehmen die Arme über den Kopf, strecken uns weit nach oben, strecken uns nach hinten und kommen easy going zu unseren Füßchen. Schön. Pendeln uns da einmal kurz ein bisschen aus. Kommen nochmal hoch. Gleiche Sache nochmal nach oben, nach hinten. Knack, knack, knack. Jetzt, wenn ihr unten seid, geht euer linker Arm zum rechten Fuß. Eventuell knickt jetzt ein Bein ein, und zwar hier das linke, und der rechte Arm geht nach oben. Danach das gleiche auf der anderen Seite. Und diese Windmühlenbewegung locker ein bisschen machen. Möglichst den unteren Rücken dabei gerade lassen. Dann in der Mitte bleiben, nochmal ein bisschen nachfedern. Die Hände auf den Boden setzen und mit den Armen nach vorne oder den Beinen nach hinten, dass ihr in der Liegestützeposition seid. Knie auf den Boden und dann ein bisschen nach hinten strecken, dann kurz bleiben, vielleicht den Kopf kurz ablegen, nicht möglichst lang machen, Rücken schön gerade, jetzt in der Hüfte und in den Schultern spüren, dann nach vorne kommen und sich nach vorne beugen. Vielleicht mal links und rechts über die Schultern gucken. Dann geht ihr wieder in die Mitte, geht ein bisschen breiter in eurem Stand und macht das gleiche nochmal. Wenn ihr wollt, können die Füße sich berühren. Ich finde immer, beim nach hinten gehen, wenn ich die Beine sehr breit auseinander habe, merke ich, auf einem gewissen Punkt müssen die Füße zusammen. Und so arbeitet ihr euch Stück für Stück in die maximale Breite, die ihr so hinkriegt. Dann habt ihr jetzt immer einen Moment. Mal wieder ein bisschen in alle Richtungen bewegen. Albert, wie heißt denn diese Übung? Taktische Frosch, ja. Taktische Frosch. Ich weiß ja nicht, wer sich das ausdenkt. Mein Name ist ja nicht gut. Was soll man da Frosch damit machen? Eigentlich bringt ja so. Also das ist die große Frage. Ja. Vielleicht sind Biologen unter euch, die uns einfachen Leuten das erklären können. Aber ich mag die auch sehr. Ja, da knallt. In dem Hüftchen. Wenn ihr das ein paar Mal gemacht habt, kommt ihr auf den Kniestand, beugt euch nach vorne, drückt die Hüfte nach
oben, nimmt eine Hand hinten auf, vielleicht sechsmal seitlich, legt dir die sogar so seitlich auf und die andere streckt ihr einmal über euren Kopf nach vorne, setzt euch wieder an, macht das gleiche auf der anderen Seite und hebt schön ab. Wenn ihr merkt, auf dem Arm geht das richtig gut, versucht ihr das mal auf dem Ellbogen, da ist das schon wieder eine andere Nummer bei mir. Hup. Merke ich gerade. Ich kann meine Füße sitzen. Oh, schön. Danach kommt ihr auf den Kniestand und rollt euch einfach richtig nach hinten. Immer schön locker, so eine leichte Hüftbewegung in die Luft machen. Und einmal ablegen. Ein bisschen entspannen. Und ja, hochkommen. Beine ein bisschen aufschütteln. Vielleicht nochmal ein bisschen kreisen. Der pinkelnde Hund? Der pinkelnde Hund, genau. Nach den taktischen Rundstoff der pinkelnde Hund. So. Wir wollen heute Teamabwehr machen. Dafür ist natürlich die Grundbewegung wichtig. Man muss also auch wissen, wie man tief, sonst wird es schwierig, den abzuwehren. Wie beim letzten Mal, Hemd in die Hose. Wir wollen hier schick sein. Euer Tief kann quasi zu drei Stellen gehen. Wenn ich vor meinem Partner stehe, kann ich entweder zum Oberschenkel, über den Bauchnabel oder ins Gesicht tiefen. Ich könnte auch auf die Brust tiefen, aber meistens ist dann die Region, wo der Tief zum Körper treffen will, hier. Also in den Hals ist wahrscheinlich nicht mehr getieft, da ziehe ich dann eher schon direkt mit dem Hacken ins Gesicht. Ich kann mit links und rechts tieben. Im Großen und Ganzen ist der Tieb der Frontkick. Also der frontale Kick, der sieht mit beiden Beinen gleich aus. Wenn ich rechts kicke, die linke Seite vom Partner treffe und wenn ich links treffe, die rechte Seite vom Partner, ist der Tieb, egal mit welchem Bein, immer die gleiche Stelle. Wir stehen auf einem Bein, ohne Wechselschritt ziehen wir das vordere Bein hoch, strecken uns aus und kommen dadurch rein. Dadurch, dass ich in dieser Bewegung beim nach vorne strecken nochmal die Hüfte reinkriege, kriege ich nochmal richtig mehr Wumms in den Tief. Mehr Wumms. Das gleiche rechts. Ich stehe, ziehe mein Bein auf, drücke raus, hier drücke ich nochmal die Hüfte rein und kriege dadurch nochmal vorne rein. Wir fangen jetzt erstmal damit an, dass wir locker voreinander stehen, ein bisschen mit den Armen Distanz stecken und einfach nur ganz locker den Tief wie eine Berührung machen. Wir nehmen aber, auch wenn ich gerade zum Oberschenkel getiept habe, erstmal nur den Oberkörper. Versucht zu vermeiden, dass die schnappartig von unten kommt. Ja. Es sei denn, ihr habt einen Tierschutz an oder ihr habt einen Fetisch. Aber auch dann versucht ihr das zu vermeiden. Okay. Ihr könnt auch ein schönes Spielchen machen. Greift die Brustwarze. Genau, das geht auch. Zack. Oh, der war schon ein bisschen tief, ja. Oh, der war schon viel mehr. Ihr könnt auch gerne probieren, hier sieht man Olli Strich, ja? Hier in die Hüfte reinzugehen, dass man dann wegbricht. Da ist der genaue Tierschutz. Genau, das ist das Wichtige im Muay Thai. Es ist nicht per se verboten, unter der Gürtellinie zu treffen, sondern der Schritt darf nicht getroffen werden. Das heißt, hier in die Hüfte wäre auch möglich. Es gibt, weil ich es gerade gemacht habe, stell dich mal hin, bitte steig nicht so auf euren Partner ein.
Ja. Selbst wenn ihr das nur so macht und ihr gerade dumm steht, dann ist das Knie durchschnittlich. Genau, das ist das Wichtige, weil der Tief zum Oberschenkel, ihr drückt halt das Knie durch, so wie man keine Low Kicks in einem Training direkt aufs Gelenk macht, sondern darüber. Ich betone das in dem Training. Im Training halt, mache ich meinen Tief zum Oberschenkel auch nicht so. Aus zwei Gründen. Erstens versuche ich generell nicht zu sehr so zu tiefen, weil das ist so, als würde ich mit der Faust so ausholen. Wahrscheinlich kommt dann der rechte Schlag. Das Gleiche ist, wenn ich versuche so zu tiefen, sondern ich versuche alles gerade schön hochzuziehen, den Kick in die Hüfte, die Kraft zu kriegen. Der zweite Punkt ist, so auf den Gegner drauf zu stampfen, ist einfach unsportlich, weil die Verletzungsrisiken sehr groß sind. Es gibt da eine entspannte Variante und eine, ja, eine unentspannte Variante, sag ich mal. Die entspannte macht Marken Schneider ganz gerne. Das Knie ist nicht höher als eure Hüfte. Man kommt wieder raus, kommt zurück, ja, und kommt wieder runter. Beziehungsweise noch entspannter. Einfach. Ihr habt ja weggeschubst. Ich mache mal gerne die unentspannte Variante, weil es anstrengend ist. Also die Knie richtig schön hoch, weil es anstrengend ist. Rein und auch wieder hoch, zurück, weil es anstrengend ist. Aber im Großen und Ganzen geht es wie bei jeder Angriff im Kampfsport um Kontrolle. Kommen wir dazu, was man gegen den Tief machen kann. Grundlegend fragen uns natürlich, wann passiert der Tief? Wenn ich nach vorne will und der andere mich langhalten will. Es ist ein langer Angriff. So wie er mich mit einem langen Jab im Boxen langhalten kann, kann er mich auch mit einem Tief immer schön langhalten, um lange Angriffe wie Halbkreiskick oder gerade Schläge vorzubereiten. Also wahrscheinlich ist es nicht eine defensive Waffe. Man kann den Tief auch als Angriff benutzen. Aber meistens kommt es, wenn ich Druck machen will, kommt immer der Tief. Wenn er tieft, ist meine erste Regel immer, ich gehe mit meinem hinteren Bein, egal welcher Tief, einen kleinen Schritt zurück. Wenn er mit seinem Frontkick kommt und ich hier den kleinen Schritt zurück mache, nehme ich ihn schon Druck raus. Das ist so, wie wenn der Schlag kommt und ich leicht mit dem Kopf zurückgehe. Es ist nicht so, dass ich einfach nur die Arme vom Kopf nehme, sondern ich versuche schon Druck rauszunehmen. Genauso ist es beim Tief. Der Tief kommt, kleiner Schritt zurück raus. Und es ist nicht so, dass ich hier einfach stehe und den kriege, sondern ich verlagere mein Gewicht. Wenn er mich drückt, wenn das hintere Bein noch in der Luft ist, kann ich hier sogar noch stoppen und habe einen stabileren Stand. Wenn er hart mit seinem hinteren Bein tiefen will auf einer längeren Distanz und ich diesen Schritt mache, dann passiert es vielleicht sogar, dass er nach vorne wegfällt, weil ich ihm einfach in diesem Moment den Gegendruck nehme, sodass er nach vorne einfällt. Und das ist dann natürlich der perfekte Moment, und wenn der Kick kommt, einfach zu treten. Was wolltest du sagen? Ja, so ähnlich. Also je nachdem, wie schlecht der Balance ist, wer die mit dem Tief nach vorne fand. Genau. Also rechnet nicht mit ihm. Rechnet nicht damit, dass euer Partner sagt, dass ihr euch denn aufhält. Genau, also grundlegend noch einmal zur Beinarbeit. Grundlegend für die Tiefabwehr ist aus meiner Sicht das einfach. Wir stehen hinter das Bein, kleiner Schritt zurück. Wenn ihr merkt, der andere von der Distanz ist es so, dass dieser kleine Schritt nicht reichen wird, nehmt ihr das andere Bein und wechselt kurz die Auslage. Guckt dein hinterer Tief. Guck, und so habe ich auch schon Platz rausgenommen und einen perfekten Kick vorbereitet, weil mein hinteres Bein ist ja schon hinten, also kann ich damit perfekt treten. Das ist für mich auch Grundlage, um Tiefs abzuwehren. Wir kommen jetzt einmal zu den Tiefabwehrtechniken, die wir eigentlich standardmäßig hier in den Anfängerkursen bringen, und zwar das Weiterleiten nach links und rechts. Im Prinzip geht das mit beiden Armen, die Beinarbeit kommt trotzdem mit. Der Tief kommt, wir nehmen jetzt mal wieder den vorderen, und ich möchte ihn gegen sich schieben. Ich möchte, wenn der Tief kommt, dass er hinterher seitlich zu mir steht. Also werfe ich ihn mit, wenn er sein linkes Bein benutzt, nicht zu seiner linken Seite, weil er dann gerade steht. Ich möchte ihn auf seine rechte Seite werfen, wenn er sein linkes Bein benutzt. Und das kann ich mit beiden Armen tun. Entweder indem ich mit meiner Führhand den Tief fange, mit einem kleinen Schritt nach hinten und ihn so zur Seite schiebe, oder mit meiner Schlaghand den Tief fange und zur Seite schiebe. Das ist ein Standardmove. Das gleiche gilt für das andere Bein. Wenn er mit seinem hinteren Tief kommt, kann ich wieder mit meiner Führhand oder mit meiner Schlaghand ihn weiterleiten. Im Prinzip ist es egal, welchen Arm ihr dafür nutzt. Ich bin immer der Meinung, man sollte viel variieren können, aber im Prinzip kann man immer die Führhand nehmen und dann hier oder hier jeweils auf den Kick reagieren. Das zweite, was wir in jedem Anfängerkurs immer nochmal mitbringen, ist, dass man dann direkt gegentreten kann. Er kommt wieder mit seinem vorderen Tief. Ich leite ihn weiter und habe aus der Position zwei Möglichkeiten. Ich kann ihn direkt an den Rücken oder an den Bein treten. Oder wir drehen mal die Auslage. Vorspann. Genau. Er kommt, leite ihn weiter und ich kann hier einen Wechselschritt machen und hier hintreten. Gleiches fürs andere Bein. Wir machen es am anderen Bein auch nochmal vor kurz. Ja. Genau. Der Tief kommt,
Ich leite weiter, dann wieder zum Bein oder den Rücken treten. Oder von dort aus direkt zum Körper. Manchmal ist es so, mein Typ wird weitergeleitet. Weiterleitet? Ja, er leitet mich weiter und ich habe hier eine gute Balance und habe das Bein direkt in der Luft, um seinen Kick, der dann kommt, zu blocken. Das ist so ein Standard-Defensiv-Move, wenn ich so einen lockeren Tief bringe und er weiterleite, so tappe ich kurz auf und habe direkt das Bein in der Luft. Was kann man machen? Wenn das passiert, ist es eigentlich ganz leicht. Dann schubst der Partner einfach. Ja, darf ich dich schubsen? Ja, ich kann es aber. Oh, schön! Also, ich komme hier, hupp, schubsen, schon falle ich nach hinten und er kann kicken. Er kann einfach nur einen Arm benutzen, benutzen dann rechten, der linken. Benutze am rechten, dann sieht man, sehen es die Leute. Der Tief kommt, ich leite weiter. Ich will kicken, das Bein geht hoch, ich schubse. Albert hat eine gute Balance. Ja, aber das ist nicht mehr auf der Kamera. Also Albert wollte jetzt natürlich beim Vormachen. Ne? Also einmal mit dem Vormachen in der Szenario. Oh, es geht nicht, ich schubse. Bang, man geht. Die andere Variante ist von mir aus, wenn ich nicht in den Rücken oder zum Bein trete, trete ich gerne zum Kopf. Denn er wird nicht ausweichen können. Selbst wenn er blockt, nach dem Weiterleiten und auf einem Bein steht, hat er hier nur die Arme. Und da kann ich so Ausweichmoves starten, sondern er ist hier der Angreifer am Kopf. Du kommst mit deinem hinteren Hieb, ich kann weiterleiten und kann dann hier schön zum Kopf treten. Immer schön gewesen. Das sind für mich die wichtigsten Dinge für die Tief-Grundabwehr. Jetzt kommen wir nochmal dazu anderen Varianten, und zwar wenn ich nicht weiterleiten will, sondern fangen will. Dafür ziehe ich mir kurz Handschuhe an. Damit du mich besser schlagen kannst. Aber Olli, warum hast du einen Handschuh an? Bitte? Aber Olli, warum hast du einen Handschuh an? Kann ich besser schlagen? Warum sind deine Augen so dumm? Und zwar habe ich mir die jetzt angezogen, um einmal das Halten zu verdeutlichen. Der Dieb kommt wieder. Ich mache wieder meinen kleinen Schritt raus. Anstatt diesmal weiter zu bleiben, versuche ich mit beiden Händen zu greifen. Nehmen wir wieder den vorderen. Und ich halte ihn hier fest. Jetzt ist nämlich die Sache, ich kann diese Hand noch, falls irgendwas ist, noch zum Kopf nehmen und lege seine Hacke hier rein. Da kann es sein, dass wenn er sehr beweglich ist, sehr leicht rauskommt. Darum lege ich die andere Hand gerne noch drauf. Deswegen trainiere ich immer mit oben rausziehen. Genau. Ich fange, hier legt er rein. Und das Erste, was ich dann gerne mache, ist entweder einen Schritt nach vorne oder einen Schritt zurück, um ihn aus der Balance zu bringen. Aus dieser Position gibt es für mich... Position gilt übrigens auch für das rechte Bein, der Typ kommt, ich kann wieder fangen und hier ein bisschen stören. Da gibt es für mich grundlegend drei Möglichkeiten. Zwei davon basieren darauf, dass ich ihn zu mir ranziehe. Die erste ist ein Schlag zum Bauch. Das mache ich am liebsten über Kreuz. Wenn er sein rechtes Bein benutzt, benutze ich meine rechte Hand, ziehe rein, schlage zum Bauch, kann auf den Schlag folgen. Beim linken ist es dann eher so, dass ich hier ziehe, leicht zur Seite gehe, ihn dabei einziehe, dann zum Körper schlage und mit der rechten zum Kopf folgen kann. Noch einmal beide Varianten. Der rechte Kick, halten, reinziehen, Schlag zum Bauch, Schlag zum Kopf. Das andere Bein. Halten, reinziehen, vielleicht die Auslage wechseln, wenn es für euch passt. Linker Haken zum Körper, rechter zum Kopf. Das beides könnt ihr dann noch einen Low Kick abschließen oder wie eure Kombination ist. Können wir das nochmal vormachen? Ja, gut, wichtig. Ihr dürft offiziell nicht hier treffen. Genau. Also ihr müsst offiziell ein bisschen hier treffen. Oder schnell treffen, dass es keiner sieht. Ne? Alles ist aber auch so viel zu tun. Aber der Schlag zum Körper kann immer gut saftig kommen, weil die meisten merken dann, oh, hier verliere ich die Balance. Das Erste, was sie machen, ist die Hände zum Kopf ziehen und dann ist der Körper meistens frei. Noch einmal, der rechte Tief. Fangen. Bein geht schon beim Fangen nach hinten. Ja. Reinziehen. Bang. Zum Bauch. Bang. Haken zum Kopf. Der Vorderbein-Tief. Fangen. Ja. Haken. Bang. Rechte zum Kopf. Die höchste Variante ist der Kniestoß. Hier ist auch wieder das Greifen grundlegend. Er kommt mit seinem Knie. Blödsinn, mit seinem Tief. Rechts hier aus. Und auch hier. Bam. Möchte ich wieder über Kreuz kommen, benutzt er seinen rechten Tief, benutze ich mein rechtes Knie. Ich habe ihn gefangen.
Heb vielleicht das Bein ein bisschen an, um kurz Pause zu haben. Mach wieder mal einen Schritt nach hinten und zieh ihn rein und komm dann wirklich in den Stoß. Das kann ich auch variieren, wenn das Ziehen nicht so richtig klappt, weil er sich wehrt. Wenn er sein Bein auf den Boden schmeißt und in die Knie reinspringe. Das ist eine Variante, die ich sehr gerne mache. Also noch einmal, der Dieb kommt, hup, runter, Knie. Gleiches geht auf der linken Seite. Ich stehe, der Dieb kommt, ich ziehe ihn rein. Hier wechsle ich schon die Auslage, um mit meinem Dieb bereit, für mein Knie bereit zu sein. Und kann rein. Nochmal. Hup, hup, hup. Auch hier kann ich wieder das Knie reingesprungen bringen. Nochmal rechts? Links wieder. Links. Abfangen, reinziehen und hier gerne springen. Jetzt kommen wir noch zum Werfen. Da ist es ein bisschen schwierig, weil ich immer seitlich zu tief raus muss. Am besten kann ich das, wenn der Partner mit seinem linken Tief kommt. Auch hier wieder ist das Greifen essentiell. Er greift und ich versuche erstmal zu kontrollieren. Jetzt kommt der Punkt, dass ich ihn hier einlegen muss. Jetzt kann ich an ihm vorbei. Ich muss sein Bein hochziehen. Also ich fange hier. Und das ist eigentlich so eine Grundposition, die ich beim Fangen immer wieder einnehmen kann. Wenn er zum Beispiel einen Halbkreiskick bringt. Ich fange ihn hier, mache mir Platz. Dann bin ich in der gleichen Position wie hier beim Tippen und kann dementsprechend die gleiche Technik anwenden. Bein hoch, in diesem Fall, wenn ich sein linkes Bein gefangen habe, das von meiner linken Hand gehalten wird, nehme ich die rechte, um mich hier zu schützen, falls er irgendwie mit dem Schlag kommt, und habe die rechte lang, sodass ich an seinen Körper komme. Ich kann ihn hier also hochziehen, bin hier geschützt, und dann merkt er schon, wie er langsam kickt. Er ist alles schon. Aber trotz allem, selbst wenn nicht, kann ich hier ein bisschen drücken, da klappt es schon nicht mehr, und falls es doch noch immer nicht klappt, kicke ich ihm noch unten rein. Wir machen das Ganze mal schnell, ohne dass ich Albert hinwerfe, weil der Alte sich nicht verletzen darf. Halt, mein Knochen ist verbrechen. Erstmal nur mit dem linken wieder, der Kopf hochhalten, rein, kicken. Der Kick ist kein Low-Kick, ihr wollt über den Sprunggelenk treffen. Stell dich mal einfach nur in deine Auslage hin, ihr wollt quasi, wenn ihr jetzt auf den Fuß achtet, hier treffen, wo ich den Fuß ein bisschen eindrehe. Und anziehen, das andere Bein ist in der Luft, ihr könnt auch mit dem Arm nachziehen. Mach ich nochmal. Ich stehe mal ein bisschen stabiler. Hup. Reingehen. Gleichzeitig drückt der Arm hier gegen. Da kriege ich ihn schon fast, ohne dass ich sein anderes Bein habe, auf dem Boden. Das gleiche machen wir nochmal für den rechten Team, weil da die Beinarbeit ein bisschen anders ist. Wir stehen hier also, der Dieb kommt, ich kann fangen. Und jetzt schiebe ich gerne den Dieb in meine rechte Hand und halte ihn hier rein. Und jetzt kann ich ihn hier anheben. Und hier wieder das gleiche mit links rein. Da mache ich mit meinem rechten Bein Rumpfschritt, bin sehr lang dran. Und ich sage Tschüss. Und ich habe ihn. Jetzt hallo! Variiere ich da immer gern zwischen zwei Griffen. Einmal den Untergriff, der kann unter Umständen ein bisschen unbequem sein. Wenn der nicht kommt, kann ich fangen und leite weiter. Dann habe ich den hier so in. Dann kann es sein, dass ich hier so ein bisschen so eine unbequeme Position mit auf dem Boden kriege, wahrscheinlich trotzdem nicht. Da ist immer die Frage, mit welcher Hand ihr oben trefft. Wenn ich ihn hier so habe, dann ist das, je nachdem, wenn ich ihn halt so habe, ein bisschen angenehmer. Eine andere Variante wäre dann, der Typ kommt und ich schiebe ihn hier rein, dass meine linke Hand quasi schon oben ist. Und dann kriege ich ihn richtig gut hoch, kann hier rein, kriege ihn noch höher als sonst. Und Albert liegt auf dem Boden und denkt sich, Mann, oh, was habe ich mich mit diesem Oni angenehm. Am besten legt er schon vorher hin. Ja, der kommt nochmal her. Wenn ihr die schon seid, Achtung, ne? Wo er denn nicht mehr das Peter wieder anruft? Was? Das Peter wieder anruft. Peter dann anruft. Wir haben ihn letztes Mal mit dem Jünger getroffen. Tut mir leid. Peter. Nein. Ach so, die Hilfe, ja. Ah. Okay, fang nochmal. Dass er oben drin genau, dass ich hier oben drin bin. Das ist eine klasse Position, um ihn richtig hier auf Flug zu kriegen. Am besten, wenn ihr euch unsicher seid, was hat euer Partner vor? Ihr vertraut ihn nicht, dann würde ich umfehlen. Ja, weil ihr fallt von hier, halt mal richtig hoch. Ja? Das ist die Höhe, aus der ihr fallt eigentlich. Ja? Und euer Becken. Ja? Wenn er euch hier oben haut, geht der Kopf nach unten, wenn er euch nicht runterlässt. Deswegen macht jetzt schon, jetzt schon eine Rolle rückwärts, geht jetzt schon runter und rollt euch ab.
Der wirft, hält den anderen am besten in einem Sparring gut fest. Ich brauche dich nochmal, dass ich dich... Wie bei genau. Ihm tanzen. Nehme mal den linken, weil ich das da ein bisschen besser kann. So. Jetzt kommt der linke Tief. Ich fange den, komme in diese Position, kann hier auch in die Tiefe kommen und bin hier so. So, und dann halte ich ihn hier auch ein bisschen fest, dass er ganz locker auf den Boden kommt. In einem Sparring klatsche ich den zu, in einem Wettkampf meine ich natürlich, klatsche ich ihn richtig zu Boden. Aber im Sparring wollen wir ein bisschen kuscheln und den anderen nicht wirklich verletzen. Gut. Gibt es noch Ergänzungen von dir? Gibt es noch Fragen? Nein, ich finde, das hast du super gemacht, weil du super alles durch erklärt. Ich denke, wir werden das in Zukunft wahrscheinlich ein bisschen mehr so wie die letzten Male gestalten, dass wir uns locker erwehren und danach Techniken zusammen durchgehen, weil wir ja extra Fitnessvideos machen. Ansonsten empfehlen wir euch immer, geht laufen, macht Schattenboxen, dehnt euch, macht ein bisschen Kraft zusätzlich. Wenn ihr Fragen zu Techniken habt, schreibt uns eine E-Mail oder schreibt es jetzt hier noch rein, genau. Schreibt es in YouTube rein. Schreibt die Kommentare. Wir können das durchnehmen. Wir lesen wirklich die Kommentare, vor allem, dass es noch nicht so viele gibt. Unser letztes Video war das erste mit Dislike, ne? Ja. Das akzeptieren wir. Aber wir wünschen uns konstruktive Kritik. Ne? Ansonsten Hände und Füße zusammen. Es war mir ein inneres Blumenpflück mit euch. Bis dauerlich, bis nächsten Montag. Ja, bis Montag. Tschüss.